geht, Schaus? Geht ein guter Internship? Einen wunderschönen guten Tag. Heute sind wir hier für eine Doppelrezension, weil ich zu den beiden Sachen nicht so viel zu sagen habe, aber ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, jedes Buch von ihr zu rezensieren. Deswegen sind wir hier. Wir reden natürlich über Wikiland. Und zwar geht es heute um We Shouldn't und All Grown Up, die beiden letzten Bücher von der Autorin, die ich bisher auf dem Sub habe. Ich meine, dieses Video kommt nach meinem Weihnachtseinkauf, deswegen es kann sein, dass ich jetzt andere Bücher habe von ihr, aber as of now habe ich keine. Ja, ich hätte eigentlich schon im Dezember oder so ein Video zu We Shouldn't hochladen müssen, weil ich ja jeden Monat eigentlich ein Video von ihr hochladen wollte. Aber irgendwie habe ich mich nicht motiviert gekriegt und dann hätte ich auch einfach nicht so viel zu sagen gehabt. Und deswegen machen wir jetzt einfach eine Doppelrezension. Wer sich nur für All Grown Up interessiert, kann gerne hierhin skippen. Ich wollte noch sagen, dass Inappropriate übersetzt wird. Falls es euch interessiert, hier ist das Cover. Das kommt, glaube ich, im Juni oder Juli. Das gehört dann logischerweise zu der Dirty Office-Reihe, wie ich angekündigt hatte. Und ja, wer sich dafür meine Meinung interessiert, ich kann die Rezension, die ich für Inappropriate habe, ja schon mal unten verlinken, sofern ich es nicht vergesse. So, worum geht's in We Shouldn't? In We Shouldn't geht es um eine Marketingfirma, die merged. Also mit einer anderen Marketingfirma und aus zwei wird eins. Und so kommt es, dass man dann logischerweise keine zwei Marketing Directors oder irgendwie sowas braucht, also die Leute, die die Gruppen und sowas leiten. Und so kommt es dann zu einer Competition zwischen dem von der größeren Firma, und zwar Bennett Fox, und dann dem anderen Anwärter für diese Position, Annelies, ist ja auch egal, auf jeden Fall Bennett und Annelies. Und die müssen dann halt gegeneinander antreten und ich glaube in drei Kategorien müssen die irgendwie einen Pitch machen und die Person, die dann halt zwei davon gewinnt, die darf dann in San Diego oder so auf jeden Fall in diesem Ort bleiben und die andere Person muss nach Texas ziehen und dann den kleineren Stamm übernehmen. Das möchte natürlich keiner von beiden und so ist es dann zu einer Rivalität zwischen den beiden gekommen und noch dazu verspüren sie aber dann Gefühle füreinander. Meine Meinung, es ist ein typisches Wikiland. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich glaube, Inappropriate besser finde als We Shouldn't. Ich muss aber dazu sagen, dass ich das jetzt nicht mehr so gut in Erinnerung hatte. Ich mochte Annelies. Ich fand, sie war sehr professionell. Ich fand, sie war einfach sehr, sehr nett, sehr interessant. Interessant. Wie interessant kann das sein, ne? Ich fand es interessant zu gucken, was so deren Job ist, wie die auf Marketingkampagnen und sowas kommen, wie die auf Ideen kommen, was sie inspiriert, was passt zu welcher Marke und so. Das fand ich eigentlich super interessant. Dann Bennett. Ja. Er ist schon so der typische Wikiland-Typ, ne? Aber er war mir schon sehr sexuell und mit seinen Gedanken und so. Ich weiß nicht, ob ich in dem Moment einfach nicht so Bock hatte auf diese Geschichte und ich sie einfach gelesen habe, weil ich keine Lust mehr auf Uni-Sachen hatte. Aber irgendwie, ich weiß es nicht. Bennett war einfach, er hat mir nichts getan, er macht nicht wirklich viel falsch. Aber, wisst ihr, es war mir einfach zu sexuell. Das hier ist auch kein typisches Wikiland, in dem normalerweise, also von Wikiland ist man es eigentlich gewöhnt, dass die beiden Protagonisten sich kennenlernen, sie finden sich gut, sie sagen, hey, ich finde dich gut. Ah ja, du findest mich auch gut, let's date. You know, also es sind nicht so diese typischen Romances, wo irgendwas zwischen deren Beziehung steht und dann zieht sich das hin und dann erst zum Schluss kommen sie zusammen. Das war hier aber tatsächlich so. Also jetzt nicht bis zum Ende zieht sich das hin, aber die kommen nicht von vornherein zusammen, was natürlich auch mit deren Position zu tun hat, einfach weil die beiden logischerweise Rivalen sind und die natürlich denselben Job wollen und keiner von denen möchte nach Texas und so, ist es ein sehr, sehr großer Konkurrenzkampf und große Rivalität zwischen den beiden, weil natürlich beide denken, dass sie die Besseren sind und super schlau und bla bla bla. Und Annelies ist halt sehr fair und gibt Bennett sehr, sehr viele Chancen, die eigentlich nur sie hat. Und Bennett ist halt, eigentlich will er schummeln, aber weil er halt Annelies gut findet, sagt er sich ja, okay, ich bin doch fair. Fand ich das gut? Ich weiß es nicht. Es war unerwartet, dass sie halt nicht sofort zusammenkommen, weil man das halt, wie gesagt, mittlerweile von Wikiland erwartet. Es ist halt, wie sie normalerweise ihre Bücher strukturiert. Ich fand es aber sinnig, dass es hier nicht so war. Das Einzige, was ich halt daran doof fand, ist halt, dass es zu so einer Friends with Benefits Sache wird. Also so, okay, bis einer von uns umzieht, läuft halt jetzt was zwischen uns und danach ist halt Schluss. Das ist halt immer so. Wir wissen doch, dass es gar nicht so funktioniert. Also, wir wissen das doch alle. Und die machen es immer wieder. Und dann denke ich mir so, Leute. Ah. Da
dann muss ich kurz darüber nachdenken, was überhaupt das Drama war. Ich glaube, ich weiß jetzt wieder, was das Drama war. Und also es gab nicht wirklich eins. Ich meine, es gab schon eins, aber nicht so richtig. Es ist so, dass er hat natürlich wieder eine tragische Vergangenheit, weil wer nicht? Und ich finde, dass diese tragische Vergangenheit Bennett in seinem Denken nicht eingeschränkt hat. Also es hat seine Art zu denken null beeinträchtigt oder irgendwie beeinflusst. Also so gar nicht. Bennett hat nie darüber nachgedacht, bis zu dem Moment, in dem es dann gebraucht wurde. Und das war dann so, normalerweise hört man halt so, ja, ich bin nicht gut genug oder ja, diese Sache in meiner Vergangenheit und ich kann keine Beziehung mehr führen. Solche Sachen. Bennett hatte das nicht. Die ganze Zeit über nicht. Und dann auf einmal war es da und ich war so, hä? Also das hat in meiner Welt überhaupt gar keinen Sinn gemacht, weil ich weiß es nicht. Ich meine, versteht mich nicht falsch, ich wäre schon auch genervt gewesen, wenn er die ganze Zeit gesagt hätte, ich verdiene das nicht, ich bin nicht gut genug, bla bla. Das nervt natürlich. Aber es ist wenigstens konsistent. In dem Fall war es einfach, ich verdiene sie. Sie ist toll, let's go. Und dann, von einer Sekunde auf die anderen, ich kann keine Beziehung führen. Sie ist zu gut für mich. Wenn wegen der Sache, die passiert ist, darf ich nicht glücklich sein. Das ist so, bist du mit dem falschen Fuß aufgestanden oder was ist bei dir abgegangen? Also das war total wild. Dann fand ich verwendet manchmal so einfach assi zu Annelies. Also ohne Grund. Oh wow, Freunde. Vor allen Dingen in Anwesenheit von Höherrenkenden, also Chefs und sowas, hat er manchmal Sachen gesagt, wo ich dachte, Bennett, excuse you. Also, wow. Weil, ich meine, ich verstehe ja schon, oft hat er halt die Eifersucht aus ihm geredet, aber Friends, jetzt mal ehrlich, ne? Also, der hat wirklich manchmal einfach absolut übertrieben. Und dann ganz zum Schluss gab es so dieses Missverständnis. Das hat Gott sei Dank nicht lang gehalten, aber so lange, wie es gehalten hat, war einfach schon lang genug, Freunde. Und seine Conclusion zu dem Ganzen war auch ganz wild. Weil man könnte jetzt sagen, oh, das ist süß und oh, er liebt sie so sehr, dass er über das Ganze hinaus schauen kann und so. Und er kann da drüber stehen und so. Aber ich denke so, Kenny? Weil das finde ich immer Liebe. Also wenn das gestimmt hätte, hätte ich da gar keinen Bock mehr drauf gehabt. Also das, ich weiß es nicht. Ich fand, es hat nicht wirklich zu Bennets Charakter gepasst. Und es hat 4 Sterne bekommen. Ob es die verdient, ich weiß es nicht genau. Hierbei geht es mir ein bisschen wie bei Hot Client, weil es sind die typischen Wikilands und eigentlich, ich weiß es nicht, man muss halt, ihr als Leser müsst halt entscheiden. Möchtet ihr, dass Autoren immer andere Sachen schreiben? Weil wenn ihr das möchtet, dann wird das hier eine Enttäuschung sein. Wenn ihr schon 4 von ihr gelesen habt, dann es ist dasselbe. Oder möchtet ihr einfach, dass ihr konsistent wisst, okay, das kann ich von der Autorin verlangen und das kriege ich dann auch, wisst ihr? Müsst ihr wissen, wie ihr das seht und was ihr, also was dann eure Wünsche und Erwartungen sind, weil ich erwarte immer dasselbe und ich kriege immer dasselbe. Und ich weiß nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Sache ist. Wie gesagt, das hier jetzt 4 Sterne, vielleicht sind es eigentlich 3,5, ich weiß es nicht genau. Es ist okay, es ist auf jeden Fall schlechter als Inappropriate, Bossman, Player, Bestman, die würde ich immer noch besser einreihen als jetzt das hier, aber alles in allem, es ist okay, ihr werdet euch nicht enttäuscht fühlen. So, und dann das nächste Buch ist All Grown Up, ebenfalls von Wikiland. Das hier ist von den Büchern, die ich zu dem Zeitraum, wo ich die alle hier hatte, jetzt habe ich komplette Farbe verloren. Also, All Grown Up war das bestbewertetste Buch auf Goodreads von den Büchern, die ich besitzte zu diesem Zeitpunkt von Wikiland. Und deswegen habe ich mir das bis zum Schluss aufgehoben. Hier geht es um Valentina, die sich vor, ich glaube, 2 Jahren von ihrem Ex-Mann hat scheiden lassen. Und seitdem lief bei ihr eigentlich nichts mehr. Ihre beste Freundin drängt sie die ganze Zeit dazu, sich einen jungen Typen oder einfach irgendeinen Typen zu suchen, um einfach ein bisschen wieder zu leben, ein bisschen was zu erleben. Es muss ja auch nicht die große Liebe sein, aber sie soll halt wieder ein bisschen daten. Und das tut sie dann auch und lernt dann Ford kennen. Ford ist 25, Valentina ist 37. Also das ist eine Age-Gap-Romance, in der die Frau tatsächlich mal älter ist. Das habe ich bisher noch nie gelesen. Ja, und sie lernt halt Ford kennen und eigentlich knistert es schon sehr bei ihnen. Aber dann kommt raus, dass Ford nicht irgendjemand ist, sondern der frühere Junge von nebenan. Und er hat sich früher um Valentinas Sohn gekümmert und alles unangenehm. Und dann geht es halt darum, ob Valentina darüber hinaussehen kann, ob Ford sie überzeugen kann, dass er sie ja doch will und so weiter. Meine Meinung. Ich finde, das Buch hatte Potenzial. Ich finde, dass die Zeit, bevor die beiden sich persönlich treffen, war so gut. Oh mein Gott, deren Texte hin und her und so. Ich mochte es. Und dann treffen sie aufeinander und dann
dann habe ich es irgendwie nicht mehr so gefeiert. Das Buch hat 3,5 Sterne von mir bekommen. Es ist doch schon anders als andere Bücher von Vicky Land. Aber es ist schon noch ähnlich, ne, Freunde. Valentina mochte ich. Der ganze Konflikt in dem Buch war halt ein ewiges Hin und Her, was halt super nervig war. Weil es war immer, ich bin zu alt für dich. Nein, du bist genau richtig. Ich bin zu alt für dich. Ja, aber hör doch auf, darüber nachzudenken, was andere denken. Du bist doch noch ein Junge. Ach, du bist so toll. Und immer habe ich mir gedacht, ja, aber Freunde, ich verstehe ja jetzt eure Standpunkte. Ihr müsst es nicht immer wiederholen. Irgendwann habe ich es verstanden. Also das hat mich total genervt und gestört. Dann Ford. Oh, Ford. Ich weiß es nicht. Was ich halt nicht verstanden habe, ist, dass er die ganze Zeit über war der so, oh, ich möchte mit Valentina zusammen sein. Ich möchte auf ein Date mit ihr. Ich möchte sie besser kennenlernen. Bla, bla, bla. Und dann eröffnet sich die Chance für so ein Sexding. Und dann ist er vorher so, oh, das war ja genau das, was ich wollte. Und ich so, hä? Nein, war es nicht. Ich habe jetzt die letzten 170 Seiten mit dir verbracht und du hast immer gesagt, du willst die daten und sowas. Und dann kriegst du die Chance auf Sex und du bist direkt so, das ist es. Oh, das hat mir den so unsympathisch gemacht. Und dann hat er die ganze Zeit Sex angesprochen, die ganze Zeit. Bei Ford ging es immer nur darum und das war so, oh, das war anstrengend. Valentina wollte einfach nur mit ihm reden und Ford hat immer so eine Kurve gebracht und hat dann immer über das Thema geredet und ich weiß es nicht, das fand ich irgendwie nervig. Dann finde ich, gab es so viele gute Möglichkeiten für das Drama. Es hätte so viele gute Dramen geben können. Und stattdessen kriegen wir das. Ah. Was? What was that supposed to mean? Oh, ich war so sauer. Ich war so sauer, weil erstmal hat man das Drama halt 3 Meilen gegen den Wind schon kommen sehen. Und das war halt schon so. Dumm. Einfach dumm. Ich hasse es, wenn Charaktere ein komplettes Buch über von etwas überzeugt sind und die kämpfen dafür und die sind so, ja, das ist unser Weg, so machen wir das und so, wisst ihr? Und dann kommt eine Sache und die denken eine Minute über was nach und dann ändert sich deren komplette Persönlichkeit, deren kompletten Wünsche werden anders und es ist so, Entschuldigung. Vor allen Dingen weigern die sich ja zu reden, ne? Weil Ford hat sich Gedanken gemacht und anstatt zu Valentina zu gehen und zu sagen, hey, ich verstehe jetzt deine Sicht der Dinge, möchtest du das nicht doch so und so? Nee, der zieht seine eigenen Schlussfolgerungen. Und es ist so, Ford, Alter, die ganze Zeit wolltest du reden. Und wenn es dann mal kurz drauf ankommt, redest du nicht? Du Vollidiot. Oh, dann, oh, es hätte so viele gute Möglichkeiten gegeben mit Valentinas Ex-Mann oder mit Valentinas Sohn oder mit Fords Schwester, dass die irgendwas gegen die Beziehung hätten oder so. Oh mein Gott, es wäre so gut gewesen, aber nein. Nein. Das sind alles so Nachgedanken, so, die dann im Epilog irgendwie erwähnt werden. Und so, ich sitze hier und denke mir, jetzt euer Ernst. Ah. Und dann das Nervigste im ganzen Buch. Ich akzeptiere, Valentina ist bestimmt eine super hübsche Frau. Gebe ich ihr. Aber alle männlichen Wesen in diesem Buch wollten was von Valentina. Und das war so, Valentina kommt nicht mal auf die Straße, ohne dass irgendwer die angefeuert hat. Das war der Wahnsinn. Und ich saß da die ganze Zeit und habe mir gedacht, ja okay, die ist sehr hübsch. Aber übertreibt doch mal nicht, all ihre Freunde und Bekannten wollten was von ihr. Leute, die sie random irgendwo kennenlernen, baggern die an. Und es ist so, das war einfach totaler Overkill. Boah, war das nervig und anstrengend und ja, 3,5 dann zum Schluss. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt schlechter bewertet habe als die meisten anderen Wikilands. Ich weiß es halt nicht. Irgendwie hat mir hier so die Magie hat mir gefehlt. Ich wollte Ford nicht haben. Wisst ihr, normalerweise denke ich mir bei Vicky so, oh mein Gott, he's amazing, ich möchte einen von denen. Und hier war es so, ja, der ist es halt. Da ist er. Ist okay. Weißt du, keine Ahnung, Valentina war auch eigentlich, Mann, Valentina hätte echt mal einen Weg gehen können. Und stattdessen hat die nur rumgeholt. Und hätte ich noch einmal lesen müssen, dass Ford ein Junge ist und kein Mann. Die ganze Zeit hat ihr das gesagt. Und ich verstehe ja, dass sie es gemacht hat, um ihn jünger erscheinen zu lassen, als er sowieso schon ist, damit sie nichts von ihm will. Aber wenn Ford nichts von ihr gewollt hätte, hätte sie ja trotzdem gedacht, dass mit 25 ist man ja wohl Mann. Weiß ich nicht, das hat mich genervt. Empfehle ich das Buch? Ich glaube, dass Age Gap Romances, wo die Frau älter ist, das gibt es gar nicht so oft. Und ich finde, wie Ford mit dem Thema umgeht, eigentlich voll gut. Und deswegen, ja, ich empfehle es für mal was Neues. Aber ist es das beste Buch? Nee. So, das war's. Ich hoffe, diese Rezension hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und bis zum nächsten Video. Ciao!